Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Mit Kelvin. Und heute gibt's teuer versus günstig mit Milchprodukten. Und zwar auch leckere Sachen dabei natürlich. Und ja. Und zwar werden wir uns wieder die Augen verbinden. Wir haben einmal das günstige Produkt und einmal das teurere Produkt. Genau. Und einer muss erraten, ob das das günstige ist oder das teurere. Genau. Und der, der weniger errät, beziehungsweise wer verliert, kriegt am Ende eine Strafe. Yes. Und ja, die darf der Gewinner aussuchen, wie immer. Ich würde sagen, wir stellen mal die Produkte vor, die wir haben. So, wir zaubern die Sachen jetzt hier hin in 3, 2, 1. Yeah. Alles hier. Es geht hier. Yes. Boah. Okay, okay, wenn man vorhanden ist, dann würde ich sagen, einmal hier. Von links nach rechts. Genau. Wir haben hier einmal Joghurt, hier diesen... Froop. Genau, Froop. Da haben wir einmal die günstigere Variante davon, von diesem Joghurt hier auch mit Früchten da drin. Müllermilch, einmal in günstig, einmal in teuer. Dann hier Joghurt mit der Ecke, günstig, teuer. Dann die Sahnepudding, günstig und einmal hier, der teure. Ja, hier Milchreis, zwei Varianten. Und Pinguin, Pingui. Genau. So, dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, das hier wird alles schwer. Ich glaube, Pinguin wird einfach sein, das wird, ja, aber zu erraten, aber der Rest wird schwer. Gerade Joghurt sind ja, schwer. Ja, Joghurt. Das wird heute richtig schwer. Mal gucken, ob sich das Teure überhaupt lohnt. Genau, dann bin ich mal gespannt. Ja. Dann, ja. So, jetzt machen wir unseren Zettel fertig mit allen Produkten und derjenige, der was richtig errät, bekommt einen Haken und wann falsch, ein Kreuz wie immer. Yes, am Ende zeigen wir euch das Ergebnis. Lego. Let's go. So Leute, wir haben jetzt den Zettel fertig gemacht mit allen Produkten und Marvins Name hier drauf. Da ist mein Name. Und ja, würde ich sagen, Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Genau. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, das fängt so an immer bei dem Spiel hier. Ey. Easy. So, fest genug? Ja. So. Okay. Jetzt sieht nichts. Perfekt. Fangen wir an mit dem Erdbeermilch-Drink. Oh. Glas ist hier. Erstmal trinken. Oh. Ich fange jetzt mit dem hier an. Bam. Einen guten Schluck. Nimm es. Aber nicht zu viel, ne? Nee, immer in Maßen, ne? Mm. Ah, wie hat das für dich geschmeckt? Köstlich. Okay. Kommt der nächste? Boah, das wird schwer, Alter, glaube ich. Aber auch. Oh, ich bin gespannt. Was? Boah. Ist schwer? Unnormal schwer. Ich schmecke auch fast nie einen Unterschied. Alter. Krass, ne? Also ich finde, das zweite hat einen Tick besser geschmeckt, deswegen sage ich, das zweite war teurer. Okay, alles klar. Verstanden. Okay, wenn du das sagst. Als nächstes haben wir auf der Liste Schokopudding. Einmal der hier. Zuerst jetzt. Gib dir einen Löffel. Mhm. Und einmal mit Sahne und Schokolade. Mund auf. Mhm. Na, schmeckt's. Mhm. Ist verbesserungswürdig, würde ich sagen. Aha. Und der nächste. Und dann auf. Boah. Mmh. Der war schokoladiger. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht. Oh, fuck, Alter. Boah, nein. Aber ich sag trotzdem, der erste war teurer. Ah, der erste. Der erste war teurer. Alles klar. Das wird schon. Weiter geht's direkt mit dem Milchreis. Fangen wir mit dem ersten an. Nimm ich mal. Okay, Mund auf. Der nächste ist süß. Mhm. Ja, okay. Okay. Next. Moment. Junge, der ist so wabbelig, Mann. Was ist das für ein Scheißer da? Bah. Bah. Der erste war viel besser, oder? Ja. Beim ersten Mal mehr Reisstücke. Ja. Bah. Aber der war doch, der ist doch lecker. Okay. Sagst du jetzt, welcher war lecker? Fuck. Ich sag irgendwie, der zweite war original. Der zweite war original. Der jetzt, ja. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Pinguin. Ich glaube, da freust du dich. Oh. Das ist echt Marvins Lieblings. Das muss ich kennen, Alter. Dein Lieblingstier. Dann brauche ich nicht viel zu sagen, man sieht, was ist. Und fangen wir direkt mal hier an. So. Und ein bisschen. Hm. Boah. Was sagst du? Geh mal weg mit dem Billigscheiß, Alter. Das ist einer ganz sicher hier. Da brauchst du das zweite gar nicht probieren, schreib auf. Ich muss echt sagen, der ist das jeden Tag. Schreib auf, das zweite ist original. Ist brauchst du gar nicht probieren. Ah, aber du hast schon ausgepackt. Ja. Ja, dann ja, gib mir das Ganze, Alter. Ja, hier, Junge. Boah, liebst du ja die Sache, ne? Mm. Gönn dir.
Und weiter geht's mit einem sehr, sehr leckeren Fruchtjoghurt. Und zwar den. Fangen wir mit dem hier an. Der ist aber lecker hier. Junge. Genieß. Mhm. Next. Mhm. War nicht gut? Der erste war viel besser, ich sag, der erste war teurer. Alles klar. Okay, dann sind wir jetzt beim letzten und zwar der Joghurt mit der Ecke. Ah ja. Schön mixen. So Leute, das ist der hier. Und dann. Mhm. Der Leute. Und der nächste. Zack. Bah. Hat dann halt gut. Ne, voll Plastik. Ja, die Bälle schmecken nach Plastik einfach. Okay, was sagst du? Erste Original. Der erste war Original. Wenn nicht, echt, das nie wieder. Also. Alles klar, schon hier sehen. Und damit habe ich alles richtig, Leute. Nee. Das Ergebnis zeige ich den Leuten jetzt. Und zwar, Marvins Ergebnis. Das packe ich jetzt schön weg. Und jetzt bin ich dran. So, fest. Ja. Ja. So, fangen wir an. Mit der Müllermilch. Mhm. Okay. Für die nächste. Mhm. Boah, das ist schwer. Das ist nur schwer. Ich sag, das erste war günstig und das war das teure. Erste günstig, das zweite teure. Zweite teure. Okay. Nächste ist Schokopudding. Ja. Mund auf. Nice, nice. Nächste. Mund auf. Ja, der ist schokoladig, ja. Der erste jetzt schlichter. Ich denke mal, der erste war original und der zweite war günstig. Erste original, zweite günstig. Alles klar. Dann kommen wir zum Milchreis. Ja. Nehmen wir Mund auf. Okay. Zweite. Ready. Auf. Ja, beides eigentlich vielleicht ein bisschen süß, aber beide haben ein bisschen Stücke. Mhm. Ich sag mal einfach, der erste war ein bisschen irgendwie so geschmacksneutral und dann sage ich mal einfach, dass der irgendwie original war. Welcher? Der erste war original, der zweite war gefällt. Der also, erste original? Ja. Zweite günstig. So. Dann Pinguin. Das ist. Einmal aufbeißen. Ja. Lecker. Mhm. Lecker. Aber irgendwie keine Ahnung. Ne. Mhm. Nein, das Original ist irgendwie so frischer und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Auf jeden Fall war das das günstige, sage ich immer. Ja, schön. Definitiv. Ja. Ja, doch, Original. Was? Zweite Original. Zweite? Ja. Sicher? Ja. Wollte ich verunsichern. Okay. Kommen wir zum Froop. Ohne das Weißen. Mhm. Und auch. Mmh, lecker. Lecker. Ich kann da nichts sagen, okay. Aber lecker. Okay. Mmh. Oh, lecker. Und ich sag, das erste war original. Erste Original? Ja. Das zweite noch. Okay. So, dann kommt jetzt das letzte. Joghurt mit der Ecke. Oh. Der Joghurt mit der Ecke. Ready? Mmh. Mund auf. Okay. Mmh. Mmh. Ein bisschen original schmeckt das, glaube ich. Mmh. Von den zweiten. Okay. Mund auf. Mmh. Mmh. Weniger lecker. Aber wieder okay. War nur schwer. Hier ist weiter Geschmack lang. Ich sag das.
Zweite war Original. Das zweite? Okay, zweite Original. Ich bin mir mal sau unsicher, könnte auch falsch sein. Keine Ahnung. Könnte auch falsch sein. Ich sag Helms das Ergebnis. Ergebnis in die Tasche. Dann können wir auflösen jetzt. Wir lösen auf, Mann. Naja, Strafe können wir schon mal sagen. Die Strafe wird sein. So, heute gibt es mal eine richtig verrückte Strafe. Und zwar hier stehen unsere Ergebnisse drauf auf dem Zettel. Und der Verlierer muss den einknüddeln auf den Zettel und essen. Also einfach essen. Ja, zur Hilfe darf man halt Wasser nehmen zum Runterschlucken. Regie, ist das gesundheitlich vertretbar? Ist das okay? Papier und Tinte, kann ist man das okay? So, Daumen wurde hochgegeben. Okay, okay. Okay, ich würde sagen, auf drei. Tausch mir die Zettel aus. Ja, genau. Vorderseite direkt. Warte, hier legen die hin. Also, genau. Noch einmal so. Ja. Drei. Zwei. Eins. Gleichstand! Ich hab Müller nicht falsch. Ich war ja gut, ich dachte, ich hab verkackt. Ich dachte, ich hätte auch. Ich dachte, ich hätte weniger. Ich hab wirklich Schokopudding falsch. Krass, Alter, das ist. Alter, ich komme gar nicht klar. Gar nicht oh, was machen wir jetzt? Boah, geil. Was machen wir jetzt? Jetzt irgendwie stechen. Aber die Strafe steht. Ja, die Strafe steht. Wir haben jetzt Gleichstand. Das heißt, wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Aber wir machen es anders. Mit Augen zu. Und die Regie zählt dann immer, wer einen Punkt hat. Drei Runden, falls unentschieden ist, geht es in die Verlängerung. Und der kriegt dann die Strafe hier. Yes. Zettel. Okay. Okay. Muss weggucken und Augen genau, zu. Genau, weggucken. Bist du ready? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Echt? Unentschieden? Unentschieden. Okay, okay. Alter. Ja, die Verlängerung mal. Schnick, Schnack, Schnuck. Yeah. Hast du gewonnen? Ja. Yeah. Scheiße. Ja, mir frisst dein Zettel, meine auch noch mit. Nein, mach ein Zettel. Entschuldigung, mal ein Wässerchen. Mal Wasser. Darf ich vorher reintrucken wenigstens? Nein. Ey, immer noch. Erstmal schön trocken. Wieso trocken, Alter? Hallo. Erstmal schön trocken rein. Komm, friss rein jetzt. Okay, Alter. Friss jetzt. Wie essen? Bist du doof, Digga? Ich will dich reintrucken, Mann. Leute, das muss anständig verdaut werden. Du Puss hier. Nicht jetzt. Du sitzt da knüll. Ja, und jetzt im Mund. Also, hier ist der Zettel. Und dann geht es. Ist echt ein Zettel. Zack. So, zack, 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 zack. Ja, Wasser schon. Mach mal auf, Mann! Jo. Was ist jetzt? Ja. Kacke, ey. Hoffentlich nur gesund, Mann. Ja, ich einer in den Kommentaren, nicht, dass einer in den Kommentaren schreibt, ich bin weg jetzt. Boah, das ist aber schon ein fettes Ding. Dann zeig deinen Mund gleich. Im Halsbereich ist das schon, ey, dann merkst du, es ist schon ein großes Ding, Alter. Also schon ein ordentlicher Ding jetzt hier. Das ist ein kleiner Zettel, schimmer jetzt. Kacke, ey. Man kann das nicht. Ich brech ab, Mann. Man kann das nicht, Digga. Leute, der hat die Bestrafung abgebrochen. Was sollen wir machen mit dir? Haben wir eine Regel mehr? Ey, du bist der Größte. Nein. Alter. Also, Leute, wir doch Grenzen. Wir müssen jetzt irgendwie demütigen. Junge. Das ist einfach Papier, Mann, Alter. Okay, du bist einfach ein großes Papierstück gewesen, Mann. Schreibt Hashtag Calvin größte Pussy. Hashtag Calvin größte Pussy. Leute, spammt voll, spammt sein Insta voll damit. Ich will das monatelang noch sehen. Nein, Calvin Digga. Größte Pussy. Du Eierkopf, Junge, Alter. Verkackt. Du bist verkackt jetzt. Leute, das werden wir niemals vergessen. Hashtag Game größte Pussy will ich überall sehen, Leute. Ja, chill ab, Alter. Verkackt, Mann. Du hast Bestrafung abgebrochen. Egal, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ja, Mann. Ansonsten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Für mehr Teuer wird es günstig. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt für Teuer wird es günstig, schreibt es in die Kommentare. Ja. Und ansonsten könnt ihr uns auf Instagram und Snapchat folgen. Hier Muffit. Und hier Calvin Fitti, da könnt ihr den auch. Und Snapchat, da könnt ihr den voll spammen mit Calvin größte Pussy. Ja. Oh, Mann, ey. Ansonsten schöne Grüße an Pinguinstar. Bam! Danke dafür! Und wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, müsst ihr uns erstmal abonnieren. Neben den Abonniert-Zeichen ist die Glocke. Einfach auf die Glocke klicken und dann auf Aktivieren klicken. Und ihr kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Geiler Service. Dann schreibt in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv. Wir sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Genau, wenn ihr Glück habt, kommt ihr im nächsten Video dran, werdet eingeblendet. Und wollen uns grüßen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!